Wie alle Schutzengel muss auch Gabe sich am Schluss seiner Ausbildung der finalen Prüfung stellen. Diese besteht aus einem Wettrennen menschlicher Teilnehmer. Eure Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass euer Schützling Harold unbeschadet ans Ziel gelangt. Durch Manipulation der Strecke kann er weiter vorangetrieben und seine Gegner aufgehalten werden. Im Indie-Spiel Harold ist Geschick und vor allem Geschwindigkeit gefragt. Nur wenn ihr eine schnelle Reaktion habt, werdet ihr Erfolg haben. Bereits nach kurzer Zeit steigt der Schwierigkeitsgrad ordentlich an, sodass ihr die meisten Level einige Male spielen werdet, bevor ihr sie beenden könnt. Zum Glück steht euch in jedem Level ein Übungsmodus zur Verfügung. Mit dessen Hilfe könnt ihr die einzelnen Hindernisse so lange üben, bis ihr das Gefühl habt, sie zu beherrschen. Neben der besonderen Spielidee sticht besonders die Darstellung ins Auge. Das gesamte Spiel zeichnet sich durch eine sympathische Zeichentrickgrafik aus. Der passende Humor darf natürlich auch nicht fehlen. Harold ist aktuell via Steam für den PC erhältlich. Eine Fassung für Konsolen ist bereits in Arbeit.